willkommen zu einem neuen Favoritenvideo. Ich habe heute meine Märzfavoriten und jetzt ist mir direkt der erste Favorit schon mal abgehauen. Der hat keinen Bock mehr. So, jetzt, ja, ich habe meine März, es ist März, noch ist März, ja, das heißt Märzfavoriten für euch. Und zwar habe ich mir meine absoluten Dinge raus. Und zwar habe ich mir die Dinge einfach wirklich diesmal nur rausgenommen, die ich verehre, die ich haben muss, die ich, wo ich mich wirklich wahnsinnig freue, wenn ich sie benutzen kann und wahnsinnig sauer bin, wenn sie alle sind, beziehungsweise ich nicht rechtzeitig darüber nachgedacht habe, sie nachzukaufen. Und ich habe momentan auch so ein bisschen diesen, habe ich euch schon mehrfach jetzt erzählt, ja, ihr werdet jetzt mit den Augen rollen, oh, kommt ihr jetzt schon wieder, über meinen kleinen koreanischen, beziehungsweise asiatischen Skincare-Tick erzählt. Und das habe ich jetzt momentan alles so richtig schön in meine Skincare inklusive, also mit reingenommen. Und ich muss echt sagen, meine Haut ist richtig cool geworden mittlerweile. Entgegen dem, dass ich das nicht mag, weil es gibt so viele Bleichungscreme oder beziehungsweise Brightening-Sachen, die dann auch Whitening und Brightening. Und dadurch, dass ich jetzt nicht unbedingt ein dunkler Hauttyp bin, wie man unschwer erkennen kann, dachte ich immer, dass mir das nicht gefällt. Aber ganz ehrlich, ist mir aufgefallen, dass meine Haut dadurch sehr, sehr schön Chloe wird und Chloe, also sehr schön leuchtet und ausgeglichener ist und ja, einfach irgendwie, wir passen uns momentan mehr, also wir gefallen uns einfach mehr, ja. Und da sind einige Sachen mit drin, die werde ich euch jetzt vorstellen und anfangen werden wir aber allerdings überhaupt gar nicht mit dem Gesicht, sondern mit meiner absolut liebsten Bodylotion. Und die benutze ich jetzt fast seit einem Jahr constantly. Zwar, das ist die Vaseline Intensive Care Cocoa Radiant with Pure Cocoa Butter. Und die liebe, liebe, liebe ich. Also die benutze ich wirklich jetzt seit fast einem Jahr. Und da, hands down, ist sie, die ist sehr, sehr erschwinglich. Kostet 3 Dollar irgendwas. Macht wunderschöne, weiche Haut und versorgt die Haut auch wirklich ziemlich lange mit Feuchtigkeit, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil außer dem Gesicht neige ich zu trockener Haut. Warum auch immer. Absolut genial, das Zeug. Favorit. 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 Wird es auch immer bleiben. Dann, ich glaube, der Rest ist ziemlich fürs Gesicht. Okay. Dann fangen wir einfach mal versuchungsweise jetzt der Reihe nach an. Und zwar zum Abschminken. Relativ neu, aber ich muss sagen, wow, liebe ich. Ist sehr, sehr gut für sensitive Haut. Steht auch drauf, ist for sensitive skin. Hat absolut nichts drin, was Akne hervorrufen könnte oder die Haut irritieren könnte. Ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Seite gefunden. Ich glaube, die heißt Codensa oder irgendwie sowas in der Art. Ich werde sie für euch raussuchen und in die Infobox mit reinbringen. Und zwar ist es von Benilla & Co. Clean It Zero Purity. Und das ist ein Cleansing Balm. Balms sind ja momentan sehr, sehr in. Es gibt von Bath & Body Works, nee, von The Body Shop gibt es einen Cleansing Balm. Sehr gehypt auch von Yves Loom, Emma Hardy etc. Aber ich habe mir jetzt den hier genommen, weil ich natürlich wirklich darauf achten möchte, dass möglichst nichts drin ist, was meine Haut irritieren könnte. Und das ist einfach so ein weißer Balm und ich werde euch den in einem zukünftigen Video, werde ich euch die Balms und Öle, Cleansing Zeugs vorstellen und auch ein kleines bisschen eine Demo dazu geben. Das Zeug ist sehr, sehr geil, das ist ziemlich fest und wenn man es rausnimmt, ist ein kleiner Spatula mit drin, dass man nicht mit den Fingern reintatschen muss, weil es auch eine Sache ist, die ich mir momentan extrem angewöhne, nicht mehr mit den Fingern über reinzutatschen. Und zwar nimmt man da halt so eine kleine Menge raus, gibt die aufs trockene Gesicht mit den trockenen Händen und dann gibt es so ein Öl auf der Haut und löst sehr, sehr, sehr gut die, das komplette Make-up, auch wasserfestes Augen-Make-up. Da muss man zwar zweimal vielleicht drüber gehen, aber es löst und lässt sich dann sehr gut von der Haut abwaschen. Es trocknet die Haut nicht aus und riecht, glaube ich, auch nicht. Nicht wirklich. Ja, ein ganz kleines bisschen so ein leichter floraler Geruch hat es, aber nicht wirklich schlimm jetzt, also nichts, was auffällt. Das auf jeden Fall Favorit, hands down. Sehr, sehr geniales Zeug. Dann, wenn ich gewaschen habe, kommt meistens als erstes, nee, so rum,
macht man meistens so rum. Ich liebe Sheet Masks momentan. Ich komme mit Masken, die man ins Gesicht schmiert und drauf lässt, nicht so gut klar. Und deswegen bevorzuge ich die. Ich habe Masken fürs Gesicht, ich habe auch Scrub-Masken, also welche, die im Prinzip Scrubs sind, wenn man den länger drauf lässt und dann trotzdem die Haut mit Feuchtigkeit versorgen etc. Aber ich liebe diese Sheet Mask und die nachgekauft. Das sind hands down meine Most Loved Masks. Und zwar ist das von Misha die Super Aqua Cell Renew Snail Hydrogel Mask. Das ist so ein Gel-Zeug, das ist sehr, sehr komisch im Prinzip eigentlich, wenn man es rausnimmt. Man weiß auch nicht, warum es richtig ist. Das ist durchsichtig, hat diese Essence quasi da mit reingearbeitet. Und man lässt das ziemlich lange drauf. 20 bis 40 Minuten und es ist sehr angenehm. Und Snail-Schleim, Schneckenschleim soll sehr gut sein. Kann mich nicht beschweren, meine Haut sah schön aus danach. Und von Dr. Chardy Water Replenishing Cotton Sheet Mask. Sehr, sehr geiles Zeug, die nehme ich, also die kann man zwar wirklich immer empfehlen, wenn man unterwegs ist und trockene Haut bekommt oder generell die Haut gestresst ist und man einfach mal wieder runterbringen muss und Feuchtigkeit zuführen muss. Ja, that's Cray, Holy Grail. Next step. Mein Sunday Riley Good Jeans Treatment. I would worship it if I could. Das ist anbetungswürdig, das Zeug. Es ist nicht jedermanns Geschmack für einen Geruch, also nicht jedermanns Geruch, ja, Geschmack, wie auch immer. Aber ich muss sagen, das macht meiner Haut einfach, das hilft meiner Haut so wahnsinnig, die runterzubringen, die zu beruhigen und ihr gleichzeitig aber diesen gewissen Schub an Feuchtigkeit zu verleihen, der quasi wirklich von so einem Treatment oder Essence oder wie auch immer erwartet werden kann. Es soll die Haut aufplommen, brighten und eben verfeinern, also das Hautbild verfeinern, Poren verfeinern und ich muss sagen, das ist echt, also ich versuche es ab und zu mal abends nicht zu benutzen und ich kann es nicht, also, es ist so ein Zeug, was es muss sein. Ja, definitiv, also wer irgendwie mal die Chance hat, ein Sample davon zu bekommen oder irgendwie günstig da ranzukommen über Amazon oder weiß ich nicht, probiert's aus. Dann als quasi Moisturizer abends benutze ich das, auch von Sunday Riley, das Luna's Sleeping Night Oil. Ich habe keine anderen Öle von Sunday Riley soweit probiert. Aber das heißt, das ist echt so richtig, richtig geil. Das ist ein Retinol-Öl, sag schon, genau, Retinolöl. Und das riecht ein bisschen nach Heu und ein bisschen Herbal, also nach ja, Kräutern und sowas, also jetzt auch nicht unbedingt jeden seinem Geschmack, aber der Geruch verliert sich sofort im Prinzip, wenn man es aufgetragen hat. Geil ist halt, dass das ganze Zeug blau ist, aber auch das sieht man auf der Haut nicht. Man gewöhnt sich dran, man kann sich echt an den Geruch gewöhnen. Und auch mit dem, also das in Kombination und dann noch so ein paar Masken drauf, macht meiner Haut absolut Freude, findet sie richtig geil und ja, also für abends muss ich sagen, beste Öl, was ich bis jetzt probiert habe. Next Item. Ich habe nicht mehr so viel. Das letzte Skincare-Item. Und zwar von Dr. Chart habe ich euch auch schon x-mal jetzt vorgestellt, die Water Max Sleeping Mask. Und das ist diese, kommt in einem Pumper, was ich sehr, sehr gut finde, muss man wenigstens nicht anfassen. Und 1 bis 2 Pumpstöße reichen dann fürs komplette Gesicht. Man gibt es als allerletzten Schritt vor dem Schlafengehen auf das Gesicht. Das zieht so ein bisschen leicht ein, bleibt aber noch so ein bisschen, man merkt schon, dass man so einen leichten Residue hinten, noch hinten drauf hat, auf der Haut hat. Und wäscht das dann nächsten Morgen wieder ab. Ein bisschen warm, kaltes Wasser, wie auch immer ihr wollt. Es geht auf jeden Fall runter und reinigt die Haut ganz normal. Und ich muss sagen, wow, also jedes Mal, wenn ich es nicht benutzt habe, merke ich so ein bisschen und wenn meine Haut wirklich so müde war, weil ich auch wenig geschlafen habe, beziehungsweise was ich letztens ausprobiert habe, ich bin sehr spät ins Bett gegangen, ich glaube es war irgendwie um 4 Uhr, ich habe Alkohol getrunken, habe nicht zu viel, als dass ich mich nicht daran erinnern könnte, noch was, dass mich noch das Zeug drauf machen muss und Zähne putzen muss, aber und schlecht gegessen und weiß ich nicht was eigentlich der Haut auch immer so ein bisschen so, ja, die sieht am meisten nächsten Tag so ein bisschen grau und ja, matt und halt einfach nicht schön aus, man sieht müde aus und sowas. Und ich habe das Zeug drauf gemacht und sah den nächsten Tag aus, als hätte ich 8 Stunden geschlafen, nichts Schlechtes gegessen, kein Alkohol getrunken, also genial, absolut genial, wer dran kommt, probiert's.
So, jetzt haben wir noch drei Make-up-Sachen und zwar fangen wir mal mit denen an, die ich schon länger habe. Und zwar habe ich mir den, der ist auch ein Wirr, nachgekauft, von Urban Decay, den 24/7 Concealer Pencil in der Nummer CIA. Das ist ziemlich, ziemlich hell, aber ich benutze den unglaublich gerne auch unter den Augen, weil der einfach so als, ja, quasi Highlighter mit dient. Und ja, geniale Formula, ist sehr, sehr cremig. Trocknet nicht aus, setzt sich nicht in den Fältchen fest, akzentuiert auch nichts und hält den ganzen Tag. Ja, wie gesagt, schon nachgekauft, also definitiv Favorit. Dann auch momentan wieder Favorit von Charlotte Tilbury, The Rock Chick Luxury Palette. Das ist eine Lidschattenpalette und momentan benutze ich auch absolut wirklich, drei benutze ich. Den hellsten benutze ich momentan gar nicht, weil ich habe von Make-up Forever einen von diesen Pro Make-up Artist Shadows drauf. Und dann nehme ich aber wahnsinnig gerne diese drei. Das ist mein absoluter Liebling. Der ist sehr, sehr glittery, aber wenn man ihn über Lidschatten gibt, akzentuiert der einfach wahnsinnig schön und hinterlässt wirklich so einen sehr, sehr schönen Schein. Crease-Schatten und Adobe. Sehr geiles Zeug, also. Ja. Yeah. Und zum Schluss ganz neu gekauft von Tarte, nach dem Jamie Greenberg Make-up. Ich muss ihn. Jamie Greenberg auf ihrem Channel das vorgestellt hat zu ihren Fabulous Favorites. Und zwar ist es die Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Es heißt Full Coverage. Das Geile ist, sie covert sehr, sehr gut. Sie hält mattes, die ist ölfrei. Und gleichzeitig lässt sie aber die Haut durchscheinen. Also man sieht nicht zugekleistert aus. Absolut überhaupt nicht. Und die bleibt wirklich komplett den ganzen Tag matt. Es verrutscht auch nichts, sie härt ist. Das ist eine 12-Stunden-Foundation und die hält 12 Stunden, glaube ich. Also ich habe sie eigentlich bis jetzt noch nicht so lange drauf gehabt, aber so lange wie ich es brauche, ca. 8 Stunden, hält die auf jeden Fall. Da verrutscht gar nichts, da ist auch nichts, irgendwie noch nicht mal der Blush oder der Bronzer ist weg. Absolut geil. Meine Farbe, ich habe genommen Light Beige, die mag jetzt im Sommer für mich zu hell sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass die zu hell ist. Aber man kann ja mit Bronzer so ein bisschen nachhelfen. Richtig genial, spendet Feuchtigkeit, hat auch, glaube ich, Anti-Aging-Zeugs mit drin, also auf jeden Fall dieses Amazonian Clay etc. Spendet Feuchtigkeit, ohne dabei ölig zu werden. Und das finde ich richtig geil. Also lässt sich unglaublich einfach auftragen. Und ja, hands down, wird wahrscheinlich Holy Grail Full Coverage Foundation. Ansonsten BB Creams ist eine andere Sache. Aber das, ja, genial. So, damit wären wir jetzt durch. Video hat auch in der Zwischenzeit mal kurz aufgehört aufzunehmen. Egal. Ja, das sind meine Favoriten für März 2015. Wie gesagt, nochmal, das kann ich jetzt in jedem Video staten, weil ich bin ja nicht so der Held, der dann rechtzeitig drüber nachdenkt, dass er Zeit haben könnte zum Videodrehen. Bei mir ergibt sich das immer sauspontan und meistens habe ich mein Make-up dann schon drauf und deswegen kann ich euch das leider nicht im Auftrag zeigen. Ich werde mir aber demnächst werde ich ein Video zu den Cleansing Balms und Cleansing Ölen machen und noch ein bisschen was zur koreanischen Skincare erklären. Dieses 10-Step-System. Ex-Karina hat es schon mal gemacht. Ihr könnt bei ihr auch auf dem Channel gucken, wer sich so ein bisschen dafür interessiert. Aber ich muss ein ganz großes Vorsicht hier hinschreiben. Wenn man sich einmal da reingedingst hat, kann man nicht wieder aufhören, weil da gibt es so viele Sachen. Und wer ein Skincare-Macke hat, beziehungsweise BB-Cream-Macke und sowas, der wird dann wahrscheinlich leicht schnell über Overboard gehen können. Also nur, ich habe euch gewarnt, ne? Nicht probieren, doch, probiert es aus. Und ja, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Wenn jetzt in Zukunft oder in den nächsten 3 Wochen nicht so viele Videos kommen, nehmt es mir bitte nicht übel, weil ich bin unterwegs. Und werde trotzdem versuchen, so viel wie möglich abzuladen, Vlogs zu drehen, Hauls zu drehen, etc. Und ja, gebt dem Video Thumbs up, wenn ihr es mögt. Und Subscribe nicht vergessen. Links unten in der Infobox. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Bye.